Hallo, ich grüße euch aus der Sonnenstube der Schweiz. Man sieht jetzt, im fünften Teil habe ich schon einiges mehr gebaut gegenüber dem vierten Teil. Mehr davon nach dem Intro. Zeige ich, was der Fortschritt gegenüber dem vierten Teil ist. Man sieht, einiges habe ich da jetzt weitergebaut, ein bisschen habe ich modifiziert, den Lift habe ich angefangen zu bauen. Das ist momentan noch die erste Variante, also wahrscheinlich verändere ich ihn noch, muss noch schauen. Dann habe ich angefangen, die Felsformation ein bisschen auszubauen. Mehr habe ich jetzt leider nicht gemacht. Dann habe ich hier etwas geändert. Moment, am besten werde ich jetzt die Kameraposition ändern, damit man mehr von der Basis sieht. 6,5 Stunden später. So, meine lieben Freunde, jetzt zeige ich euch den Fortschritt gegenüber dem letzten Mal. Jetzt habe ich auch die Kameraposition geändert, so sieht man mehr von der Basis. Was fange ich am besten an? Also hier habe ich ja Felsformationen ein bisschen erweitert. Besonders die Ecken. Wie man hier sieht, habe ich ein bisschen umgeändert, erweitert. Dann habe ich auf dieser Seite eine Konsole, eine kleine Werkbank montiert. Ich verändere ich diese hier weiter, das ist zu schmal. Ich werde sie wahrscheinlich weiter rausbauen, aber ich muss doch jetzt da schauen, was ich da noch mache, bevor ich da etwas mache. Dann habe ich da wieder eine Konsole gemacht mit Bildschirm. Was hier kommt, da weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich wird hier der Parkplatz für das Mobil sein, für das Auto. Ich habe es jetzt habe ich auseinandergenommen, weil ich für das Schiff gebraucht habe, diesen. Das Classic Space Symbol. Dann da zeige ich mal am besten, ja, so. Dann habe ich natürlich hier geändert, damit später für die Tore mehr Platz habe. Es ist ein bisschen schmäler geworden, den Eingang, Ausgang, aber es geht. Also der Jäger kommt hier gut durch, habe ich schon ausprobiert. Dann wird hier nur zwei für die Astronauteneingang sein. Ja, das ist der Lift, aber das ist noch momentan die erste Version. Ich werde es diese wahrscheinlich noch umändern. Das Problem ist, so wie ich es jetzt gebaut habe, geht diese Türe nicht zu. Es kommt, ich muss da etwas ändern, erstens. Zweitens habe ich hier solche Stangen genommen. Wahrscheinlich werde ich hier die Achsen bauen, also die Technik-Achsen statt die Stangen benutzen. Das Problem ist, hier bleibt es noch gerade, weil es hier absetzt, aber sobald ich glaube, weiter rauf gehe, wird es wahrscheinlich eine Neigung haben. Die Achsen sind dicker, müsste eigentlich besser gehen. Ich muss jetzt noch schauen, wie ich das am besten löse. Das ist der Lift, diese Führungsschienen, dann habe ich hier ein Zahnrad, ein kleines, da muss ich noch schauen, ob ich da vielleicht ein anderes Zahnrad montiere, ein größeres, da muss ich noch schauen, das wird wie gesagt der Lift sein. Dann, was ich eben noch geändert habe, ist auch auf dieser Seite, sieht man hier, habe ich ein bisschen geändert, damit die Schläuche länger sind. Das habe ich jetzt ausgeweitet. Hier sind zwei weitere Schläuche zum Anhängen, zur Verlängerung dieser Schläuche. Dann natürlich hier auch wieder die Felsen weitergebaut. Die Wände ein bisschen hochgebaut. Auch hier wieder ein bisschen gebaut. Das sieht man da von dieser Seite.
Der Ding ist halt sehr lange. So sieht man das. Ja. Die Felsformation, das sieht für mich aus, wird das sehr schön am Schluss aussehen, sobald ich da aufgebaut habe. Durchgehend diese Vorformation nicht bis ganz oben, das wird dann etwa in dieser Höhe dann aufhören und dann wird nur noch Wände. Und sobald natürlich der Hangard fertig ist, während die anderen Stockwerke kommen, werde ich sie wahrscheinlich nur noch in Blau bauen. Weil das, wie wir schon da beim Lift schon angefangen haben, unten dunkel, dann hellgrau, dann blau. So, weiteres habe ich hier noch nichts gemacht, abgesehen von eben das habe ich ja geändert. Dann ist da eine Idee, die ich jetzt vor kurzem in den Sinn gekommen ist. Ich habe gedacht, wie mache ich, dass ich da bei so einem großen Tor etwas schließen kann. Das Problem, so große Tore habe ich nicht, damit ich da zumachen kann. Da habe ich, da dachte ich, mache ich hier sehr wahrscheinlich ein paar Tests, um zeigen, also wie ich ein Tor baue. Das würde ich jetzt als nächstes zeigen, wie ich meine Idee ist hier einen sogenannten, wie, es gibt ja solche Tore für Garage, die sich so rollen, die nicht nur gerade raufgehen, sondern gerade und dann sich wiegen und dann gegen hinten fahren. Es gibt ja solche schon für die Feuerwehr und so, für Polizei und so, aber die sind viel zu kurz, die sind nur so halb so groß und das ist zu klein. Da dachte ich, ich baue selber solche Tore. Muss eben noch ausschauen, ob etwas funktioniert. Während hier bei den Eingangstoren für die Astronauten werde ich nur solche Tore bauen, die nach innen rutschen, also so sich verschieben. Also das ist relativ einfach. Das Problem ist hier, das große Tor, dass es, meine Idee wäre, dass es so auf, also runter geht und wieder rauf. Aber ich muss das noch testen, wie das ich das am besten mache. Das wird also wahrscheinlich auch eine sehr lange Arbeit sein. So, und jetzt zeige ich euch noch schnell meine Idee für diese Tore. 2000 Jahre später. So, jetzt zeige ich euch meine Idee für dieses sogenannte Garage-Rolltor. Also ein garage-ähnliches Tor. Die Idee ist natürlich mit einmal zwei Steine und diese Hinge-Plates. Da habe ich sehr viel, die ganze Sache voll. Sehr verschiedene Farben, hauptsächlich habe ich hell und dunkelgrau. Und ich werde das wahrscheinlich alles in hellgrau machen. Oder abwechselnd hellgrau, dunkel. Ich muss noch schauen, wie ich das machen muss. Testweise. Die Idee ist, dass diese Hinge-Plates ja sich da biegen können, ist die Idee, dass ich das Ganze auf Snot-Technik so aufbaue, dass sie, wenn sie sehr gerade sind, sobald sich etwa hier oben an die Kurve kommt, dann sich biegen können und so reinfahren. Das ist die Idee im Grunde genommen. Wie gesagt, ich muss das noch testen, wie ich das am besten machen kann. Man kann natürlich jetzt versuchen, solche Dinge zusammensetzen. Dass es ja Hinge-Blades sind, kann man ja mehrere ohne weiteres aufeinander setzen. Und so quasi diesen Bogen rausbringen. Das ist sehr praktisch und ich habe zum Glück sehr viele. Ich habe da mal für einen anderen Burgenmock hatte ich noch diese Hinge-Plate gekauft, um die Rundung der Burg zu machen, den Turm. Ich habe vier Türme gebaut gehabt und für diesen Burgturm habe ich natürlich auch sehr viele solche, ich glaube jeweils 300 von den hellen und 300 von den dunklen. Deswegen habe ich jetzt so viele von denen und ich kann das sehr gut verwenden jetzt für diese Idee. Jetzt baue ich mal ein paar
die Idee, etwa hier noch eins. So. Okay. Wichtig ist, dass sie alle auf der gleichen Richtung stehen, also die Biegung. So, wenn es so, das müsste eigentlich langen für die Länge. Vielleicht mache ich ein bisschen kürzer, aber ich muss jetzt mal schauen. Dann habe ich gedacht, dass ich das so zum Beispiel jeweils dann ein Brick pro Dings baue. Also die Slot-Technik ist im Grunde ganz einfach. Es ist einfach das gleiche, wie man würde eine Mauer bauen. Nur statt vertikal wird das Ganze horizontal gebaut. Das ist eigentlich einfach, als man manchmal denkt. So, schon hat man so etwas. Jetzt natürlich als Verstärkung dachte ich, dass da ich ja sehr viele von denen habe, kann ich das ohne weiteres das Ganze ausweiten. Wie gesagt, das ist jetzt momentan nur ein Test. Ich weiß nicht, ob das Ganze wirklich dann funktioniert. Erst jetzt also testen. Das geht genau auf, sehe ich. So. Dann nochmals. Bricks. Den habe ich auch hier einmal zwei, also zweimal hoch. Den habe ich auch von irgendwo bekommen. Ich glaube ein Konvolut. So. Ah, im Grunde genommen ist das nicht schwierig. Es muss nur funktionieren. Das Problem ist, jetzt muss ich noch herausfinden, wie ich die Führungsschiene baue für diese Dicke. Das ist nicht unbedingt einfach. Jetzt werde ich die natürlich nicht wieder gleich, sondern versetzt. Das heißt, ich werde das hier. Da werde ich dann später Blades reinsetzen, da muss dann fehlt, damit das wieder gleich ist. Ist jetzt nur ein Test, ein kurzes Test. Da habe ich schon mal so ein Rolltor. Das ist noch kurz. Man müsste da noch einiges bauen. Das ist jetzt etwa ein Viertel vom Ganze, von der ganzen Länge. Aber die Idee ist eben so, dass das so zu bauen, dass wir nachher die Tore sich da rollen kann, wenn es rauf geht. Aber ich muss da noch herausfinden, wie ich die Führung schiene und was ich da als Führung nehmen werde für hier. Diese Seite ist ja die Notenseite und hier ist die negative auf Notbunk. Da muss ich schauen, wie ich das am besten lösen kann. Das muss ich noch schauen. Für diese Führungsschiene, ich muss ja eine Führungsschiene haben, damit sich das ganze Tor ja runter und dann wieder rauf fährt. Die Idee ist ja so, dann wird es so rauf. Ja, das ist jetzt schwierig ohne Führungsschienen. Aber das ist eben zum Beispiel eine Möglichkeit, auch einen Turm oder etwas zu bauen, oder? Man kann da sehr gut etwas Rundes bauen mit diesen Hinge-Plates. So, das wäre meine Idee gewesen. Ich muss es schauen, wie ich das löse. Weil ich habe natürlich auch sehr wenig Platz hier. Da habe ich nur drei Breite. Jetzt muss ich schauen, wie ich das Ganze, ob ich da noch etwas anders setze für die Führungsschienen. Das ist nicht einfach. Aber wahrscheinlich wird die Führungsschiene ja weiter reinkommen. Deswegen werde ich hier vielleicht ein Plate. Da kann ich leider nicht verändern. Das ist auch wieder das Not.
Das lasse ich, aber ich kann hier ja das runter auseinandernehmen und hier ein Plate, also gegen reinbauen, damit ich dann wieder Baufläche habe. Das geht dann wieder. Da muss ich noch schauen, wie ich das am besten lösen. Okay, das war jetzt zum Zeigen, wie ich meine Idee für ein Tor habe, für ein Rolltor, für den Hangard. Ob es dann funktioniert oder nicht, das sieht man dann später dann. Ich weiß nicht, ob ich schon beim nächsten Mal, vielleicht mache ich schon einen Prototyp für diesen Rolltor, aber ich weiß nicht, ob ich dann schon eine Führungsschiene habe oder nur noch das Rolltor. Rolltor ist relativ einfach zu bauen, man baut einfach so weiter. Das Wichtigste ist natürlich die Führungsschiene, damit man die richtige Rundung hat. Und dann muss ich schauen, dass ich dann auch beim Rauf- und Runterfahren. Das Seltsame ist ja, dass es von innen sehr wahrscheinlich solche Noppen hat. Aber das macht nichts. Das sieht gar nicht unbedingt schlecht aus am Schluss. Weil es immer versetzt wird, gibt es auch ein Muster dadurch. Okay, das war's. So, das war's das fünfte Teil. Das nächste Mal werde ich weiteres zeigen. Sehr wahrscheinlich werde ich noch weiter an die Lift bauen. Werde ich noch ein paar Veränderungen machen. Sehr wahrscheinlich vieles muss ich noch ändern. Das ist nur ein Versuch gewesen. Erster Versuch für den Lift. Und dann eben diesen Rolltor für den Hangard-Eingang. Ja. Das war's. Bis bald und bleib mir gesund. Auf Wiedersehen. Und hopp, der Sprung des Teiletrennens.